Und damit begrüße ich euch, liebe Leute, zu einem weiteren Video hier von MMOZone. Diesmal möchte ich euch das Interface, das Erbstück-Interface, welches mit dem kommenden Patch 6.1 ins Spiel kommen wird, vorstellen. Ich bin hier einfach mal zu der Kuratorin für Erbstücke in Unterstadt gegangen. Und ja, ihr seht ja, die Preise werden sicherlich nicht final sein, denn ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Wenn ich ehrlich bin, weil 500 Gold für ein Erbstück. Ich kaufe mir jetzt hier einfach mal die Schultern, um euch das zu demonstrieren. Und noch eine Waffe, um ja beide Gegenstände auch gleich mal direkt aufzuwerten. Wo haben wir denn hier das Zweihandschwert? Ich glaube auf der nächsten Seite. Hallo? Da unten haben wir ein Schild. Wo ist das Zweihand? Da haben wir auf jeden Fall Zweihand. Seite 4. Ah, da ist es, genau. Hier, das Schwert hole ich mir auch noch natürlich. 750 Gold kostet Zweihandschwert. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird aktuell noch nicht final sein. Außerdem hole ich mir jetzt hier noch den Rüstungsschutz für uralte Erbstücke. Somit werte ich das gerade gekaufte Erbstück, welches nur bis Level 60 geht. Ihr seht das hier. Es steht aktuell im Tooltip Level 90, ist es aber nur 85 und auch natürlich noch eine Waffenscheide für uralte Erbstücke. Also Rüstungen und Waffen haben verschiedene Aufwertungstokens und ja auch verschiedene Aufwertungsstufen, denn ich zeige euch das gleich mal, indem ich jetzt hier gleich einfach mal die Waffe aufwerte. Dann öffnet sich auch direkt unser Erbstück-Interface. Erstmal hier den NPC wegklicken. Und wo haben wir die Erbstücke? Hier. Genau. Werten wir erstmal unsere Waffe auf und hier seht ihr schon das neue Erbstück-Interface. Ist gerade noch ein bisschen ja, für Parler optimiert. Ich ändere das gleich noch, keine Angst. Aber erst einmal die Waffe. Die befindet sich auf Seite 2 oder 3. Genau, hier ist sie. Und ihr seht ja unten Level 60. Bis Level 60 ist sie gültig. Und jetzt bis Level 85 durch diese Aufwertung. Das Ganze machen wir natürlich auch nochmal mit dem Rüstungsschutz für Erbstücke. Und ja, bis 85, super cool, coole Sache. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ich zeige euch, wie mache ich es am besten. Ich lösche die beiden gerade gekauften Heirlooms, also die beiden Erbstücke, die verschwinden dann ja nicht aus dem Interface, sondern die bleiben in unserer Sammlung erhalten, aber ich erstelle sie dann einfach nochmal neu. Genau, hier dieses würde ich jetzt gerne nochmal neu erstellen und da habt ihr gesehen, Erbstück erstellen und dann ihr stellt her, brünierte Schulterstücke der Macht und das Ganze auch nochmal mit dem Schwert und ja, tada, es funktioniert ohne Probleme. Und das ist einfach dieses ja, neue Erbstück-Interface kurz und knapp erklärt. Ich zeige euch gleich nochmal die komplette Übersicht. Ansonsten in der Videobeschreibung unten findet ihr eine Übersicht zu den sämtlichen im Spiel verfügbaren Erbstücken. Ihr seht sie ja auch hier schon. Kopf, Schulter und so weiter ist dann alles sortiert. Für alle Rüstungsklassen, also jetzt nicht nur Platte, sondern auch dann Stoff, Leder und so weiter oder Kette. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch das Erbstück-Interface ein bisschen vorstellen, euch vielleicht die Angst davor nehmen. Und in der Videobeschreibung unten findet ihr noch einen Link zu dem Artikel mit der Übersicht sowie weiteren Informationen. Und ja, bis dahin, liebe Leute, sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis demnächst. Ciao.